sind. Und wenn Sie ein Handy besitzen, dann müssen Sie jetzt tapfer sein. Sie ahnen wahrscheinlich gar nicht, was heutzutage mit einem Handy technisch alles möglich ist. Stichwort Handyspionage. Wenn Sie den folgenden Film gesehen haben, werden Sie sich wahrscheinlich anders fühlen, wenn Sie das Handy das nächste Mal in die Hand nehmen. Besonders brisant ist die neue Technik in ganz bestimmten, sehr privaten Situationen. Seitensprünge in Deutschland. Jeder Zweite ist schon mal fremdgegangen. Doch Vorsicht, Turteltäubchen. Das Handy kann neuerdings zur Wanze werden. Man wird belauscht, ausgekundschaftet, ohne dass man etwas merkt. Der Ehepartner hört dann vielleicht jedes Wort mit, das in einem Raum gesprochen wird. Wenn ein Handy eine Spionage-Software geladen hat, dann bin ich in der Lage, ein Handy, was eingeschaltet ist, mit einem bestimmten Befehl zu aktivieren und dann mitzulauschen. Ohne dass die beiden, die ein intimes Gespräch führen, das mitbekommen. Mit so einer Software kann man dann auch alle SMS-Botschaften mitverfolgen, die der andere schreibt und bekommt. Ich kann private Gespräche abhören, ich kann seine SMS mitlesen, ich kann ein Bewegungsprofil von ihm anfertigen und kann sehen, wo er gerade ist oder wo er sich bewegt hat in der Vergangenheit. Also eigentlich alles, was er mit dem Handy tut, kann ich dann analysieren. Vorausgesetzt, der Lauscher ist irgendwann mal unbemerkt an das eingeschaltete Handy herangekommen. Das ist der Augenblick, in dem die Spionagesoftware auf dem fremden Handy installiert wird, als Download aus dem Internet. Dort hat sich der Lauscher die Software auch besorgt. FlexiSpy heißt eines dieser Programme. Makaberer Werbespruch. Dank FlexiSpy habe ich letztendlich entdeckt, dass meine Frau mich mit meinem Bruder betrog. Danke FlexiSpy, ich bin wieder frei. Zwischen 50 und 150 Euro, je nach Funktion, kostet FlexiSpy. Und es gibt noch mehr solcher Programme, die ausspähen können. Sie heißen Ehebruch 24 und GSM Spy. Alle können auch den Standort des Handys herausfinden. Und das funktioniert so. Weil sich ein Handy stets am nächstgelegenen Sendemast einloggt und der mit dem Internet verbunden ist, kann sich der FlexiSpy-Hersteller die Information auf seinen Server nach Thailand holen. Von dort geht sie zurück an den Lauscher nach Deutschland. Funktioniert das wirklich? Man kann es kaum glauben. Wir bitten Experten im Gelsenkirchener Institut für Internetsicherheit, FlexiSpy für uns unter realistischen Bedingungen zu testen. Ein Mitarbeiter macht sich auf den Weg. Auf seinem Handy ist die Software installiert. Wohin er fährt, wissen wir nicht. Eine halbe Stunde später versuchen seine Kollegen, das Handy übers Internet zu orten. Werden wir seine Location, seinen Standort wirklich herausfinden? Eine sogenannte Zell-ID, die einem Sendemasten zugeordnet ist. Um den Kollegen jetzt ausfindig zu machen, wähle ich jetzt hier den letzten Standort aus und sehe eine Nummer, die einem Mobilfunkmasten zugeordnet ist. Kopiere diese Nummer jetzt hier heraus und suche nach dieser Nummer in einer Datenbank, wo halt alle Mobilfunkmasten gelistet sind. Und aha, ich sehe jetzt, er befindet sich gerade in Gelsenkirchen-Beckhausen. Ich rufe ihn mal an. Wir haben jetzt gerade gesehen, dass du dich in Beckhausen befindest. Stimmt das? Ja, genau, richtig. Hier bin ich. Ich stehe direkt unter dem Mast. Der Handystandort kann auf 50 bis 200 Meter genau bestimmt werden, je nachdem, wie dicht die Masten stehen. Nun Test 2, die SMS-Spionage. Werden wir die auf dem Handy eingehenden Botschaften tatsächlich auf unseren Computer holen können? Genau, dann gib mal den WDR-Test ein. Abgeschickt. Angekommen. Ich wähle jetzt hier mal den SMS-Versand aus und sehe halt, wie kinderleicht das ist, hier zu sehen, dass er gerade eine SMS empfangen hat. Ich klicke die jetzt an und sehe, dass halt im Inhalt steht WDR-Test und von welcher Nummer das Ganze kam. Test 3. Werden wir auch seine Umgebung belauschen können? Jetzt habe ich den Lautsprecher hier eingeschaltet. Ein Stückchen sauer. Und wir können jetzt gerade hören. Ein Berliner? Und geben Sie mir gleich zwei Berliner, bitte. Und so eine Tasche hier. Dann nehme ich auch noch ein Apfelstückchen. Und da können wir jetzt gerade hören, dass er sich gerade beim Bäcker anscheinend aufhält und ein Berliner und ein Apfelstückchen bestellt hat. Das ist ja sehr indiskret. Und er kriegt halt überhaupt nichts davon mit. Ich kann jetzt auch die ganze Zeit das Handy überwachen, auch für Stunden. Er sieht nichts. Und wenn ich jetzt wieder auflege, dann leuchtet sein Display halt einmal nur ganz kurz auf und das war's.
Das Fatale? Selbst wenn das Handy unseres Testers ausgeschaltet gewesen wäre, hätte das nichts genützt. Die Spionagesoftware kann das Gerät sogar unbemerkt einschalten. Fazit: Alle drei Versuche waren erfolgreich. Was die Softwarehersteller versprechen, funktioniert tatsächlich. Beim NRW-Datenschutz ist man wegen der Spionageprogramme alarmiert. Denn solche Handyattacken verletzen die Privatsphäre und sind in Deutschland nicht erlaubt. Das Mitlesen von SMS oder aber das Aufnehmen von Umgebungsgeräuschen in der Gegend des Handys, das verstößt gegen Strafgesetze, gegen das Fernmeldegeheimnis und auch gegen den Schutz des nicht öffentlich gesprochenen Wortes. Das ist legal hier nicht einsetzbar. Der Lauscher macht sich zwar strafbar, kann technisch aber kaum ausfindig gemacht werden. Die Hersteller der Software kann man nicht belangen. Nur der Anwender verletzt Persönlichkeitsrechte. Was kann man tun, wenn man den Verdacht hat, dass da einer mithört? Wir können uns natürlich davor schützen, dass wir unser Handy beobachten und das nicht weitergeben, sodass keiner das entsprechend unbeobachtet draufladen kann. Wir können aber halt auch Virensoftware nehmen, die in der Lage ist, solche Spionagesoftware zu kennen und dann halt auch aktiv zu löschen, sodass die Gefahr dann nicht mehr gegeben ist. Und wer ganz sicher vor FlexiSpy sein möchte, kauft die Handys erst gar nicht, auf denen das Programm läuft. Das sind einige Nokias und Blackberries. Ein weiterer Tipp: Verzichten Sie auf Ihre Internetfunktion im Handy. Und wer in einer ganz bestimmten Situation sicher sein will, dass niemand sein Handy unbemerkt einschaltet, wer also für den Augenblick wirklich unerkannt bleiben will, der sollte einfach den Akku rausnehmen. Das ist einfach und ein wirksames Mittel. Ich glaube, das muss man erst mal sacken lassen. Und dann gehen Sie auf unsere Internetseiten servicezeit.de und lesen sich alles in Ruhe noch mal durch. Dort finden Sie auch einen hochinteressanten Link zum Institut für Internetsicherheit der Fachhochschule.